1. Bevor wir beginnen, möchten wir einen Gruß senden, und zwar an Valeria, das ist wohl die Freundin von der Alina, Alena, die das Tafelbild entwickelt hat. Neben mir wieder als Experte der Leon, richtig, Junge. Und es geht heute um die exponentielle Abnahme. Wir hatten vorher die exponentielle Zunahme, heute die exponentielle Abnahme, und du nimmst den ersten Part. Genau. Der radioaktive Zerfall verläuft so, dass ein Anfangswert an gleichen Zeitabschnitten um einen gleichen Prozentsatz die Wachstumsrate abnimmt. Ja. Wenn eine beliebige Größe G hier in gleich großen Abschnitten um den gleichen Prozentsatz P Prozent abnimmt, das heißt immer mit dem gleichen Faktor vervielfacht wird, liegt eine exponentielle Abnahme vor, haben wir gesagt. Die Größe nimmt dann in n Abschnitten auf das Q hoch n-fache des Anfangswertes G0 ab. Dabei ist Q der Wachstumsfaktor, und zwar mit Q gleich 1 minus P Prozent, jetzt schön aufnehmen, und die Formel, die wir benötigen, wäre dann Gn gleich Anfangswert mal den Wachstumsfaktor hoch n mal 1 minus P durch 100 hoch n. So, nun haben wir ein Beispiel. Jan, müssen wir es rüberziehen oder kriegst du es gut drauf? Wird schon. Ja? Gut. Genau. Die Zeit, in der sich bei exponentieller Abnahme die Ausgangsgröße halbiert, nennt man die Halbwertszeit. T 1/2. Der Wachstumsfaktor für diesen Zeitabschnitt ist Q gleich 1 minus 50% gleich 0,5. Ja. Ein kleines Beispiel dazu. Und zwar geht es um den radioaktiven Zerfall. Wir haben bei radioaktivem Jod verfallen pro Stunde 10% der noch vorhandenen radioaktiven Kerne. Zum Beispiel sind 500 Milligramm radioaktives Jod vorhanden. Und wir fragen, wie viel Milligramm sind es nach 11 Stunden? So, dann haben wir unsere Größe G11 gleich Anfangsfaktor oder 500 Milligramm mal 1 minus 10 durch 100 hoch 11. Das sind nochmal 500 Milligramm mal 0,9 hoch 11 und das sind 156,9 Milligramm. Das heißt also, nach 11 Stunden sind noch 156 oder rund 157 Milligramm des Jodes vorhanden. Das war heute unsere kleines Video, das ist nicht allzu schlimmes. Er macht ja auch immer mit, jetzt geben wir ihm auch noch eine Tafel Schokolade. Für unseren Kameramann habe ich jetzt aber keine, die bekommt er dann in der nächsten Woche. Einverstanden? Einverstanden. So, Dankeschön. Und die Alina bekommt nochmal eine, weil sie ja immer sehr aktiv ist. Bis hierher.